Meine lieben Freunde, heute erzähle ich euch zum ersten Mal eine Sage von einem Flurdenkmal. Also von den 7 Fuhrleuten aus Herrieden. Heute geht es also um die kleine Stadt Herrieden. Sie hat 7700 Einwohner und sie liegt inmitten des Landkreises Ansbach, zwischen Ansbach und Feuchtwangen an der A6. Das Wappen zeigt einen Hasen und einen Bischofsstab. Also der Hase kommt daher, dass vor langer, langer Zeit Karl der Große dort einmal ein Kloster gegründet hat und das hieß Hasaroda. Und aus diesem Namen hat sich im Laufe der Jahrhunderte Hase und eben Herrieden entwickelt. Und der Bischofsstab ist ein Hinweis auf die jahrhundertealte Verbindung von Herrieden und Eichstätt. Wirtschaftlich steht Herrieden sehr gut da. Es gibt viele Gewerbebetriebe, darunter einen ganz großen Möbelhersteller. Und Herrieden hat auch viele Sehenswürdigkeiten aufzuweisen. Ich zeige euch die Westseite der Stiftsbasilika und das Innere, das 1737 barockisiert wurde. Dann zeige ich euch die Christuskirche, die 1951 eingeweiht wurde für evangelisch zugewanderte Christen. Schließlich die Liebfrauenkirche, die 1493 erbaut wurde. Dann das Stadtschloss. Das Stadtschloss gehört zur Herriedenzeit Karl dem Großen. Es war zunächst einmal Sitz des Stadtvogts, dann war es fürstbischöfliche Residenz, es war Fliehburg im Dreißigjährigen Krieg und schließlich war es eine Brauerei. Heute ist es ein Kunst-, Kultur- und Kongresszentrum. Dann zeige ich euch die Stadtmauer mit dem Storchenturm. Die Störche lieben Herrieden und die Herrieder lieben ihre Störche. In Herrieden gibt es auch viele Freizeitmöglichkeiten, zum Beispiel den Bärenloch-Trail. Und es gibt eine sehr gute Gastronomie, zum Beispiel den Bergwirt. Und nun zur wirklich interessanten Geschichte von Herrieden. Dazu muss ich sagen, die Geschichte Herriedens ist im Internetauftritt dieser kleinen Stadt sehr schön dargestellt. Ich kann mich hier leider nur auf das ganz Wesentliche beschränken. In der Antike reicht das Römische Reich mit dem Limes und dem Kastel Rufenhofen ganz nahe an das spätere Herrieden heran, schließt es aber nicht ein. 782 gründet Kaiser Karl der Große ein Kloster und schickt seinen Hofbeamten Deukar als Abt dorthin. 888 kommt die Reichsabtei Herrieden zu Eichstätt. 1238 wird Herrieden zur Stadt. 1316 wird Herrieden vom späteren Kaiser Ludwig dem Bayern zerstört. Er bringt die Gebeine Deokars nach Nürnberg in die Lorenzkirche. 1618 bis 48 war der Dreißigjährige Krieg. Da erleidet die Stadt Herrieden durch die Schweden schwerste Bevölkerungsverluste. 1806 schließlich wird Herrieden bayerisch. Und nun zeige ich euch die Feldkreuze, um die sich diese Sage herumrankt. Sie sind Teil der schönen Bildstock- und Kapellenwanderung, die Herrieden unter anderen Wanderungen anbietet.
Es war im Frühjahr. Die Bauern hatten dicke Stämme in ihrem Wald schlagen lassen und das Holz sollte jetzt in die Sägemühle nach Herrieden gebracht werden. Sieben Fuhrleute holten diese Stämme mit ihren schweren Gäulen aus dem Wald heraus. Das war vielleicht ein Peitschenknallen und ein Hü- und Hottrufen, wie es das stille, ruhige Altmühltal ansonsten selten erlebt hat. Stämme aus dem Wald schleppen, sie aufladen und transportieren, ist eine wirklich schwere und mühselige Arbeit. Das erfordert allerhand Kraft, aber auch Geschicklichkeit. Deshalb versteht man leicht, dass die Fuhrleute einen mächtigen Hunger entwickelt haben und dass sie am Waldrand eine Rast einlegten. Jetzt wäre ein Stück Fleisch recht, meinte der Erste und zog aus seiner Jackentasche ein hartes Stück Brotrinde. Früher hat man uns Fuhrleuten wenigstens noch ein bisschen Geräuchertes mitgegeben, sagte der Zweite. Ja, ja, meinte der Dritte. Die Bauern werden immer geiziger, die fressen ihr Geräuchertes lieber selber. Und der Vierte spuckte angeekelt aus. Pah, ist das ein Hundeleben! Der Fünfte aber schaute aufmerksam in den Wald hinein, denn zwei ihrer Kameraden waren klammheimlich hinter einer Brombeerstaude verschwunden. Und er konnte genau sehen, wie der eine einen Brotlaib aus der Tasche zog und ihn mit seinem Taschenfeitel in zwei Teile zerschnitt. Schau dir mal dorthin, flüsterte er, und da sahen es auch die anderen. Die beiden kauten mit vollen Backen ihr Brot, während sie elend hungerten. Hä, schmeckt's? Rief der Erste und lachte noch dazu. Ertappt wie zwei Diebe blickten die sich um. Wollt ihr uns nicht auch ein Stück abgeben? Rief der Zweite, ein gutmütiger, ein bärenstarker Kerl. Da tönte ein höhnisches Gelächter aus dem Busch. Selber essen macht fett. Das wurde jetzt den anderen zu viel. Schämt ihr euch nicht? Kameraden wollt ihr sein. Fresst euer Brot und lasst uns hungern. Aber die beiden, die lachten immer unverschämter. Da konnte sich einer nicht mehr zurückhalten und ging auf das Gebüsch zu. Ihr Schufte! Keuchte er und streckte die Hand nach dem Brot aus. Aber wirklicher Hunger macht die Menschen zu Bestien. Ein Messer blitzte auf und traf den Brotbettler direkt ins Herz. Er fiel hinüber und war mausetot. Da stürzten sich die anderen vier auf die beiden im Gebüsch. Weil sich aber die mit ihrem Messer wehrten, mussten auch die anderen zu ihren Messern greifen. Und so entstand ein furchtbares Ringen, das sich steigerte bis zu einem schrecklichen Gemetzel. Bald lagen alle sieben blutüberströmt am Boden und starben jämmerlich. Die untergehende Sonne hüllte das Drama in den Mantel der Finsternis. Das menschliche Leben eilt schnell dahin. Am nächsten Tag hat man sie gefunden. Barmherzige Seelen begruben sie vor Ort und setzten für jeden ein Kreuz aus Stein zum Gedächtnis. Gleich Rädern am Wagen, gleich Rädern. Morgen am Leben noch bin.
Aber die sieben haben die ewige Ruhe nicht gefunden. In den Neumondnächten erheben sie sich aus ihren Gräbern, schimpfen und fluchen und dringen mit ihren Messern aufeinander ein. Zu einem wilden Knäuel geballt raufen sie am Boden und dann erheben sie sich plötzlich wieder und fallen nochmal übereinander her und heulen und schreien dabei, dass der nächtliche Wanderer entsetzt stehen bleibt und lauscht. Nein, das sind nicht die Nebel, die aus dem Altmühlgrund aufsteigen. Es sind die sieben verfluchten Fuhrleute. Und niemand weiß, wie man sie erlösen könnte. Das war die Sage. Sie ist entstanden aus dem Rätsel, das um die sieben Steinkreuze entstanden ist. Was ist da um Gottes Willen passiert? Meistens sind die Motive, die zur Errichtung eines solchen Bildstocks oder eines Flurdenkmals führen, unbekannt. Man muss sie einfach als Zeichen der Volksfrömmigkeit nehmen. Das war meine erste Sage zu einem Flurdenkmal. Ich nehme an, ich werde noch viele entdecken und euch künftig erzählen. Damit darf ich mich verabschieden. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Ihr wisst, wo ihr mich findet, auf YouTube unter Sagen, Legenden, Bräuche. Auf Wiedersehen.